Liebe Sigrid, wie war das für dich, jetzt mit 51 Jahren auf meinem Tantra-Retreat gewesen zu sein? Eine wunderbare, unbeschreibliche Erfahrung, wo ich über meinen Vorstellungsrahmen ging und ich mal nicht mit Geld bezahlen kann. Ich habe viele Sachen, die viel Geld kosten, gemacht in meinem Leben, aber der Raum, die Intimität, wie 14 Frauen zusammenkommen und eins werden, ist nicht vergleichbar mit irgendwas anderem. Viele Ängste vor Sachen, die unmöglich erschienen, wurden aber durch den geschützten Rahmen selbstverständlich wurden und hinterher gar nicht schlimm waren. Mhm. Also morgens nach dem Tanzen nackig in See springen, bevor sich jemand getraut hat, in See zu springen, ist zum Beispiel so ein, dass man einfach dann mitmacht und sich das traut. Ja, du warst auf jeden Fall sehr, sehr die Erste. Da hat sich noch keiner was getraut. Ja. Und dann war der Rahmen immer so, dass man vorher gedacht hat, ich renne schreiend raus und das geht nicht. Und es war überhaupt kein, nicht eine Sekunde unangenehm oder über die Grenze gegangen. Es wurde alles respektiert, alles gehalten und voller Energie und Liebe und Intimität, unbeschreiblich. Vielen, vielen Dank an das Team und die liebe Katrin. So schön, dass du und dabei ist kein warst. Problem im Alter. Nee. Ich habe mich nicht zu alt gefühlt. Nee. Und ich kenne Katrin durch meine Töchter, ja, die dir folgen. Was nimmst du jetzt mit nach Hause? Achtsamkeit, Masken ablegen, Herz aufmachen und ja, dass es noch ganz, ganz viel mehr gibt. Und dass noch ganz, ganz viel, dass noch ganz viel kommen kann. Und dass ich ganz tolle Erfahrungen gemacht habe hier. Danke, dass du dabei warst. Danke, dass ich hier sein durfte. Ja.